Maybach Music. Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Kapazität eines Anhängers, Glyph-Fasses oder ja, sonstigen Anhänger erhöhen könnt. Alles was wir dafür brauchen ist heute einmal ein Mod, in meinem Fall der Trans Space 8000 und ich empfehle euch Notepad++. Als erstes erstellt ihr euch einen Ordner, das habe ich schon getan, und zieht natürlich die ganzen Sachen aus dem Mod in den Ordner rein. So, dann brauchen wir die XML-Datei. Nicht die Moddesk, sondern in meinem Fall Transpace 8000 XML. Die öffnen wir einmal mit Rechtsklick und dann mit Notepad++. So, hier sehen wir jetzt eigentlich alles so wie immer. Dann drücken wir einmal STRG und F und geben ein FILL. Klicken dann auf Weitersuchen. So, dann sind wir hier unten bei Fill Unit. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier steht natürlich jetzt die Kapazität. Oh, die habe ich bei mir jetzt schon geändert. Die stand nämlich auf 31.000. So, diese Zahl müsst ihr ändern. In meinem Fall mache ich wieder 40.000. So, es kann sein, dass es bei euch ungefähr einen Moment so aussieht, wenn ihr einen Anhänger habt, der zwei verschiedene Sorten gleichzeitig transportieren kann. Dann sieht es bei euch ungefähr so aus, dann müsst ihr hier natürlich die Zahl nochmal ändern. Aber das ist bei mir jetzt ja nicht der Fall. So. Mal hier schnell gucken. Hier steht nichts mehr. Nein. Es kann bei euch natürlich auch sein, dass hier oben bei dem Shop-Daten auch nochmal eine Zahl steht, die im Shop angezeigt wird. Dann müsst ihr die natürlich auch ändern, weil sonst stimmt das ja nicht überein. Dann steht im Shop eine andere Zahl. Also da würden jetzt dann ja 31.000 stehen, aber er kann 40.000 laden, der Anhänger. Wenn ihr das gemacht habt, können wir dann schon mal auf Speichern klicken. Und die XML-Datei können wir dann wieder schließen. Das war es eigentlich auch schon. Können wir den Mod jetzt einmal wieder zum Archiv hinzufügen, als ZIP-Datei. Und den WinRAR-ZIP. Die WinRAR-ZIP-Datei, so, müsst ihr natürlich wieder in euren Mod-Ordner einfügen. Das mache ich jetzt auch und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir auch schon im Spiel. Starten das Ganze einfach mal. Und gucken, ob es funktioniert hat. Klicken auf Anhänger. Hier ist unser Mod. Und wie wir sehen, 40.000 Liter kann er mitnehmen. Hier unten steht es auch. Und ja, hat auf jeden Fall funktioniert. Das könnt ihr natürlich so hoch drehen, wie ihr wollt. Theoretisch kann man da 50 Millionen eintragen. Nur dann wird es natürlich schwierig, den Anhänger wieder wegzubekommen, wenn er voll ist. Ja, das war es eigentlich schon. Das Video habe ich eigentlich auch nur gemacht, weil ich immer wieder gelesen habe in mehreren Facebook-Gruppen, dass immer wieder Leute gefragt haben, wie man das macht. Und da dachte ich mir, ich mache einfach mal ein schnelles Video drüber. Und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dabei helfen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken, mich abonnieren und in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes zeigen soll. Und für alle, die gleich beim Livestream dabei sind, wir hören uns gleich nochmal.
und ciao.